lieber. Shit. Wenn, dann lauf doch nicht. Ja. Tschüss, er wascht durch, ihn juckt nicht. Nee, ich mach, wenn er runtergeht. Sonst ist mir das. Warum läufst du nicht einfach gerade hoch, Mann? Du machst mir heute echt Kopfschmerzen. Junge, du bist genauso schlimm. Was machst du da? Halt Junge. Die Fresse jetzt. Warum springt er nicht gerade hoch, ne? Weil er nicht gerade hoch springt. An der Wand. Ist er nicht gerade hochgesprungen? An der Wand. Wie willst du an der Wand gerade hoch springen? Er ist ein Ninja, muss das können, Alter. Ey, sag einfach gar nichts mehr. Die Inkompetenz redet für sich. Oh, warten. Danke. So, jetzt die Laser kommen noch hoch. Deswegen muss ich jetzt schnell auf die andere Seite rüber und den Knopf deaktivieren. Du weißt, das Zeitgeschehen weitergeht, ne? Ich weiß. Ich hoffe mal, die sind jetzt auch aktiviert weiter, ne? Hm? Also deaktiviert weiter. Das Tor oder was? Was meinst du jetzt noch, der Laser oder was? Ja. So, runter. Jetzt bitte nicht ganz im Kopf der Laschen, danke. Ne, jetzt geh weg. Ja, entspann dich. Das dauert noch eine Weile. Willst du das jetzt studieren? Oder? Ja, will ich einmal. Alter! Ich will das heute nicht studieren. Krass studiert, Digga. Krass studiert. Wie war das mit dem Witz die Fresse halten? Das kann man einfach nicht ignorieren, wie scheiße. Junge, du bist genauso scheiße! Bist du dich verarscht? Normal! Was für ein Glück der Typ hat, das ist unglaublich. So, jetzt geht seine Tür auf. Okay. Drei Stück. Süß. Dann gehen wir mal weiter. Okay, das mit dem Bewegungsmelder gefällt mir noch nicht ganz so. Vorhin da oben ist auch ein Laser, ne? Deshalb ja. So, Bruder, du kommst hier doch bestimmt. Geh hin. Ganz durch, ne? Sehr frisch. Lass ihn liegen. Da oben ist ein Sniper. Okay, das ist der Sniper, also. Geh durch. Geh weiter. Die beiden unten brauchen mich gar nicht zu interessieren, ne? Nein, haben sich nicht. Aber wo bin ich jetzt gerade? Ah, okay, ich bin hier. Dann haben mich die beiden unten doch zu interessieren. Sind die nicht ganz unten? Hm? Ja, aber hier kann ich ja nichts anfangen. Guck mal, ich muss ja... Ja, yeah, ist klar. Die sind da, glaube ich, auf dem großen freien Plateau. Pass auf mit dem... Mit dem Bewegungsmelder. Oder so seid ihr. Ne, kannst du auch easy so töten. Ja, ich muss halt nur die Mine benutzen, ne? Da oben ist ein Leuchter. Ah, okay, ja, das ist. Das Ding ist, ich glaube, dann ist er auch trotzdem paralysiert. Ja, ist auch. Und oben ist ein Sniper. Ne, er ist tot. Und. Da kommt ein Problem. Okay. Warum hast du dich denn runtergeflankt? Weiß ich nicht. Ich gehe gerne ungern in Richtung mit Bewegungsmelder. Machst du am besten nochmal wie eben. Ja, erstmal ihn hier oben.
Komm, dann warte ich hier. Ja. Mal kurz warten. So. Oh, mein Kopf, ey. 35 Minuten sind um. Ja, mir egal, wir kriegen das auf jeden Fall noch vor der Stunde durch. Ja, ansonsten muss es halt ein bisschen länger, aber ich glaube, das kann jetzt gar nicht mehr so lange gehen. Kann's echt nicht, ich meine, erster Endboss. Ja. Er muss einfach auf die Fresse kriegen gleich. Sehr so stark. Und warten, das ist im Moment halt echt so, man muss extrem viel warten. Ja, es ist viel Geduld. Wir sind die letzten Level echt, naja. Also erstmal den Sniper, ne? Ja. Wobei, den brauchst du an sich auch nicht. Nö, aber gibt halt Punkte, ne? Ja. So, da ist der Junge tot. So, ich glaube, ich töte erstmal die, die hier unter sind. Weil die nerven mich ein bisschen. Warte. Ja. Na. Sicher? Hm? Sicher? Ziemlich sicher, ich weiß aber nicht, wie weit die gehen. Leider nicht weit genug. Ist das doch einfach. Zieh den ein bisschen weg. Ich kann hier runter werden. So. Das war. Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Ich hätte das Licht ausmachen müssen, ne? Ja. Ganz ehrlich, ich mache die jetzt erstmal hier unten. Ja. Mach das mal direkt. Jetzt geh weiter. Ja, das ist so, jetzt ist er nämlich auch so schon ein bisschen weiter. Kommt nämlich so schon gleich wieder. Dann ist die Wartezeit auch nicht ganz so ja lang. Oh Mann. Da unten sind die zwei Sniper. Mehr sieht man von dir leider noch nicht. Okay. So, gewinnen. Scheiße. Das ist kackegal. Zieh ein bisschen weg. Ja, wohin halt? Andere Richtung. Soll ich mal hier runterwerfen? Ja, mach auch. Warte, also, wobei, Leiche entdeckt, weißt du? Okay, so nicht. Geh weiter noch. Ich kann mich da nicht dran hängen. Mach da das Licht aus. So. Jetzt der andere sieht die Leichte. Schnell. Der andere sieht die Leichte. Ja, warte. Seite. Ja, Alarm ist ausgelöst. Ja, lass sie töten. Wirklich? Ja. Warum? Lass dich töten. Die 800 Minuspunkte und du hast den Big Boss dann nicht stealth gekillt. Jetzt zu spät. Mach's. Okay, ja, warte, dann kühle ich mich. Mach so Kontrollpunkt neu starten, nicht, dass er ihn zählt. Ja, ne, dürfte es eigentlich nicht, weil da war ja kein so ein Grabe oder was auch immer das ist, der in der Zeit. Tja. Ja, siehst du? Mach Licht aus. Boah, nee, aber ganz ehrlich, weißt du, was ich jetzt einfach mache? Na, schnell. Eins. Zwei. So, das ging doch jetzt bedeutend einfacher. Ja. Zieh die Leichen weg, schnell. Der kommt hoch. Ja, ja, warte. Gib ihn. Werf eine Rauchbombe, schnell. Warum denn jetzt erst? Konzentration. Ja. Ja, kannst du mich jetzt mal töten? Danke. Okay, was mit der Rauchbombe mache ich auf jeden Fall nochmal. Warte, sonst sieht das einer direkt. Jetzt. Das ist scheiße. Was weißt du, wenn der einer nicht sprintet? Das juckt die jetzt nicht. Das ist gut. Zieh den einen, wirf den einen weiter runter oder wirf den nächsten weg. Ich zieh die beide nach der ganzen. Ja. Safe ist safe.
Weil sonst ist es echt ein bisschen kritisch. Mhm. Das. Warte. Boah, die 250 Punkte, ey. Ja, komm. Boah, ist so nervig mit dem nicht laufen, ne? Mhm. Ziemlich. Lol, das juckt den da oben nicht. Hm? Okay. Nee. Dicker Boden. Juckt den nicht. Juckt den nicht, eindeutig nicht. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. So, jetzt mache ich den Bruder hier oben. Wo ist denn der gerade? Ich glaube, ist gerade voll. Geht einfach hoch und warte. Ist, glaube ich, sicherer. Na, er kommt gerade wieder. Sehr schön. So, und da ist er doch auch schon. Ja. Dann gib ihn. Sehr schick. Erstmal die Tür zu machen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Alter. Letztes Level, jeder Punkt zählt, du weißt. Wir wollen ja okay, aber jetzt die nächsten. Ja, den Sniper werfe ich dann nicht auch noch runter. Ja, würde schon sagen. Aber ich töte ihn auf jeden Fall, denke ich mal, ne? Okay, und. Stopper. Das ist an sich auch so unlogisch, weißt du? Ja, das ist halt nicht der ganze. Okay. Jetzt sind das ja nur noch wenige, oder? Ja, ich hab keine Ahnung. Jetzt geht's rum, oder? Ich guck jetzt einfach an. Mach mal deine Vision. Oh, eine Vision? Ja klar, da oben ist Kazumi, oder wie auch immer er heißt. Und da unten ist noch der eine Boy. Dicke. Du kannst den. Da ist noch ein Sniper. Ein Sniper und der Boy jetzt hier. Mhm. Den Boy versuche ich halt wieder mit dem Kronleuchter zu töten. Ja. Die anderen sind ja tot, die kriegen das nicht mehr mit. Jetzt. Der kommt perfekt. Aber auf jeden Fall so, dass es langt. Ja. Gehe doch erstmal. Die da unten gehen wir noch ein bisschen auf die. Wieso? Eier. Die da unten sind scheißegal. Warte. Geh da rein. Drück B einfach. Ist das ein scheiß Geschütz? Was? Das ist Sniper. Okay, geh weiter, ein weiter. So, wie mache ich denn jetzt den Dreck Sniper? Hochbomben, fertig. Stimmt, das ist eine gute Idee. Aber warte. Ja. So, jetzt. Jetzt geht's schnell. Hey! So, das ist er tot. Das heißt, jetzt kann ich zu Kazumi, ja? Ja, da muss man nur oben durch und fertig ist. Wie kommt der Boy da eigentlich rein? Hallo, er ist sportlich. Und brutal gut aussehen, weißt du doch. What the fuck? Krasser Finish. Julia, der Boy ist voll groß. Ja, hallo, die Bösen sind immer riesig. Ja, Standard. So, was kommt hier jetzt noch? Okay. Die letzte. Wieder diese komische Frau. Ja. Wait, what is this junk from Hessian doing here? Punkte. I'd understand if Azai brought back some treasure, but what is this armor? Why did he bring back guns? We weren't just sent to kill Karajan. We were sent to steal from him. Did Azai make you accept the mark for this? Have you thought about not killing yourself? Yes, I know. You'd bring shame on yourself and your clan. But is that worse than a wrongful grave? My suspicions were right. Azai has lied. Stimmt, jetzt die Prophezeiung. I have gone to the greenhouse near Tabriz to set things straight. Go with honor. But watch yourself, Dasan. Please, you must spare yourself. At least until we know what's really going on.